Hallo grenzenlos geliebtes Wesen. Heute steigen wir ein in die fünfte Wiederholung. Und diese Einleitung dafür ist einfach wunderschön. Ich lese dir vor und werde da kaum etwas zu kommentieren. Es ist einfach nur Wohltat, Wohltat, Wohltat. Also wir bereiten uns auf ein tieferes Lernen vor. Wir nehmen einfach das an, was uns die Liebe des Vaters durch den Heiligen Geist und Jesus Christus sagen. Es ist wunderschön. Ja, also die fünfte Wiederholung, Einleitung. Nun wiederholen wir erneut. Diesmal sind wir bereit, mehr Mühe und mehr Zeit für das zu geben, was wir unternehmen. Wir begreifen, dass wir uns auf eine weitere Phase des Verstehens vorbereiten. Wir möchten diesen Schritt vollständig tun, damit wir nun sicherer, aufrichtigerer und mit stärkerem Glauben weitergehen mögen. Unsere Schritte sind nicht unerschütterlich gewesen und Zweifel haben uns unsicher und langsam den Weg beschreiten lassen, den dieser Kurs darlegt. Jetzt aber eilen wir voran, denn wir nähern uns einer größeren Gewissheit, einem festeren Sinn und Zweck und einem sicheren Ziel. Ja, und jetzt sprechen wir zu unserem Vater. Und das ist so wunderbar, dass wir das wirklich meinen, was jetzt hier gesagt wird. Festige unseren Schritt, unser Vater. Lass unsere Zweifel schweigen und unseren Heiligen Geist still sein. Und sprich zu uns. Wir haben keine Worte, um sie dir zu geben. Wir möchten nur auf dein Wort hören und es zu unserem machen. Führe unser Üben, so wie ein Vater ein kleines Kind auf einem Weg führt, den es nicht versteht. Doch folgt es ihm in der Gewissheit, dass es sicher ist, weil sein Vater ihm vorangeht auf dem Weg. So bringen wir dir unser Üben, und wenn wir straucheln, wirst du uns aufheben. Wenn wir den Weg vergessen, dann zählen wir auf deine sichere Erinnerung. Wir schweifen ab, du aber wirst nicht vergessen, uns zurückzurufen. Beschleunige jetzt unsere Schritte, damit wir sicherer, schneller zu dir gehen mögen. Und wir nehmen das Wort an, Wort großgeschrieben, wir nehmen das Wort an, das du uns anbietest, um unser Üben zu einen, während wir die Gedanken wiederholen, die du uns gegeben hast. Ist das nicht wunderschön? Ja, wir geben uns ganz dem Vater hin, dem Vater und dem Heiligen Geist, seiner Stimme, damit sie uns führen und immer wieder erinnern und immer wieder auf den Weg zurückführen. Danke, danke, Vater, dass du da bist und danke, Vater, dass du uns liebst. Danke, Vater, dass du uns alle durch den reinen Geist in uns, den Heiligen Geist, rufst und segnest. Ja, ich will deiner Stimme folgen, Vater, ich will dir folgen. Ich lege meine Zukunft vollkommen in deine Hände. Und so bin ich sicher. Dieses ist der Gedanke, der den Gedanken vorausgehen sollte, wie wir wiederholen. Jeder von ihnen macht lediglich einen Aspekt dieses Gedankens klar oder hilft ihm bedeutungsvoller, persönlicher und wahrer werden zu lassen. Und das Heilige Selbst, also großgeschrieben, das wahre Selbst, das Heilige Selbst besser zu beschreiben, das wir miteinander teilen und das wiederzuerkennen, wie uns nun vorbereiten. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Sag es nochmal, Bruder. Gott ist nur Liebe. Und daher bin ich es auch. Ist das nicht wunderschön? Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Ich bin seine Ausdehnung, sein Schatz, seine Liebe. Da ist alle Erlösung drin. Das ist das Heilige Selbst. Ja, dieses Selbst allein kennt die Liebe. Dieses Selbst allein ist vollkommen beständig, in seinen Gedanken großgeschrieben. Denn kennt seinen Schöpfer, versteht sich selbst, ist vollkommen in seiner Erkenntnis und in seiner Liebe und weicht niemals von seinem konstanten Zustand der Einheit mit seinem Vater und sich selber ab. Wunderbar. Wir sind ein Selbst vereint mit unserem Schöpfer. Wir sind die Liebe, Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Also der ganze Kurs zielt darauf ab, dass wir unser heiliges Selbst voll erkennen und in Eben wahrnehmen. Egal, was auf der äußeren Ebene läuft, alles ist das Beste. Wir vergeben, vergeben, vergeben und wir vergeben ja immer nur uns selbst, denn wir sind ja alle. Dies ist es, was am Ende dieser Reise auf uns wartet. Jeder Schritt, den wir tun, bringt uns ein wenig näher.
Diese Wiederholung wird die Zeit unmessbar verkürzen, wenn wir uns vor Augen halten, dass dieses unser Ziel bleibt. Und während wir üben, ist es dies, dem wir uns nähren. Wir wollen unser Herzen aus dem Staub zum Leben erheben. Ja, zu unserer Ganzheit und Herrlichkeit. Wenn wir uns daran erinnern, dass dieses uns versprochen ist und dass dieser Kurs gesandt ist, uns den Weg des Lichtes zu öffnen und uns Schritt für Schritt die Rückkehr zum ewigen Selbst zu lehren, das wird verloren zu haben glaubt. Nein. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin ein Selbst vereint mit meinem Schöpfer. Ja. Ich mache diese Reise mit dir, das sagt uns jetzt Jesus. Und hör genau hin, wie liebevoll er mit uns umgeht. Ich mache diese Reise mit dir, denn ich teile deine Zweifel und Ängste für eine kleine Weile mit dir, damit du zu mir kommst, der ich den Weg erkenne, auf dem sämtliche Ängste und Zweifel überwunden werden. Wunderbar, Jesus, ich danke dir, ich danke dir. Wir gehen miteinander. Ich muss Ungewissheit und Schmerz verstehen, obschon ich weiß, dass diese keine Bedeutung haben. Ein Erlöser aber muss bei denen bleiben, die er lehrt. Er muss sehen, was sie sehen, und dennoch dabei den Weg im Sinn behalten, der ihn hinausgeführt hat und der jetzt dich mit ihm hinausgleiten wird. Gottes Sohn ist gekreuzigt, bis du mit mir den Weg entlang gehst. Also ich wiederhole nochmal, ein Erlöser aber muss bei denen bleiben, die er lehrt, muss sehen, was sie sehen, und dennoch dabei den Weg im Sinn behalten, der ihn hinausgeführt hat und der jetzt dich mit ihm hinausgeleiten wird. Also wir gehen an Jesus Hand hinaus ins Licht, dahin, wo wir schon sind. Wunderbar. Wir verbinden uns mit ihm in unserem Geist und sind praktisch erlöst. Er kennt den Weg. Gottes Sohn ist gekreuzigt, bis du mit mir den Weg entlang gehst. Das will ich, Jesus. Ich bin eins mit dir, ewig eins mit dir im Vater. Ja, meine Auferstehung kehrt jedes Mal wieder, wenn ich einen Bruder sicher an den Ort geleite, an dem die Reise endet und vergessen ist. Ich werde jedes Mal erneuert, wenn ein Bruder lernt, dass es einen Weg aus dem Elend und dem Schmerz gibt. Wunderbar. Ich werde jedes Mal wiedergeboren, wenn der Geist eines Bruders sich zum Lichte in ihn wendet und Ausschau nach mir hält. Also wenn wir Ausschau in uns, in unserem Geist nach Jesus Christus halten, uns mit ihm verbinden, dann wird er selber, also Jesus Christus, wieder neu geboren. Ich werde jedes Mal wiedergeboren, wenn der Geist eines Bruders sich zum Lichte in ihm wendet und Ausschau nach mir hält. Ich habe niemanden vergessen. Wunderbar. Du hast niemanden vergessen, Jesus Christus. Hilf mir jetzt, dich dorthin zurückzugeleiten, wo die Reise begann, um eine andere Wahl mit mir zu treffen. Wo begann sie? Natürlich im Vater. Und da sind wir und jetzt entscheiden wir uns, im Vater zu sein, erwacht zu sein, auferstanden zu sein. Befreie mich, sagt Jesus, wenn du noch einmal die Gedanken übst, die ich dir von ihm, dem Heiligen Geist, brachte, der deine bittere Not sieht und die Antwort kennt, die Gott ihm gab. Ja. Zusammen wiederholen wir diese Gedanken, also wir machen diese Übung mit Jesus. Zusammen wiederholen wir diese Gedanken und zusammen widmen wir ihnen unsere Zeit und unsere Mühe. Und zusammen wollen wir sie unseren Brüder lehren. Gott möchte nicht, dass der Himmel unvollständig sei. Er wartet auf dich, so wie ich. Jesus, du wartest auf mich. Oh ja. Ich bin unvollständig ohne deinen Teil in mir. Und indem ich ganz gemacht werde, gehen wir zusammen zu unserem alten Zuhause, das für uns bereitet wurde, bevor die Zeit war, und erhalten wurde, unverändert von der Zeit, makellos und sicher, so wie es schließlich sein wird, wenn die Zeit vorüber ist. Also mit Jesus sicher an der Hand. Wir machen ihn vollständig, wir machen mit ihm zusammen den Vater vollständig, wir werden von ihm geführt, na wohin, nach Hause, in des Vaters Haus. So lass denn diese Wiederholung deine Gabe an mich sein, also an Jesus sein. Denn dieses alleine brauche ich, dass du die Worte hörst, die ich spreche, und sie der Welt schenkst. Du bist meine Stimme, du bist meine Augen, meine Füße, meine Hände, durch die ich die Welt erlöse. Also ich gebe mich ganz hin, ich gebe Jesus meinen Körper, meine Stimme, meine Hände, meine Füße, meinen Geist.
und damit er durch mich die Welt erlöst, zusammen mit dem Heiligen Geist. Das Selbst, von dem ich zu dir rufe, ist nur dein eigenes. Zu ihm gehen wir gemeinsam, aber ja. Nimm deines Bruders Hand, denn dies ist nicht ein Weg, den wir alleine gehen. In ihm gehe ich mit dir und du mit mir. Wunderbar, Jesus, ich gehe mit dir an deine Hand. Unser Vater will, dass sein Sohn eins mit ihm sei. Was also lebt, was nicht eins mit dir sein muss. Also der Vater will, dass ich, sein Sohn, eins mit ihm sei. Ja, ich bin eins mit dem Vater. Als Ganzes. Also ist alles, was lebt, eins mit mir. Wunderbar. Und das weiß Jesus. Und wenn ich mich mit ihm verbinde, dann bin ich in der Ganzheit. Dann sind alle gesegnet. Dann sind alle bei mir im Vater. Lass diese Wiederholung zu einer Zeit werden, in der wir eine neue Erfahrung für dich miteinander teilen, eine jedoch, die so alt ist wie die Zeit sogar und sogar noch älter. Geheiligt werde dein Name, Name großgeschrieben, ja, der ist ja eins mit Gottes. Deine Herrlichkeit sei für immer unentweiht, oh ja, und deine Ganzheit jetzt vollständig, wie Gott es festgesetzt hat. Meine Ganzheit jetzt vollständig, wie Gott es festgesetzt hat. Wow, du bist sein Sohn und vervollständigst seine Ausdehnung in deiner eigenen. Ich bin dein Sohn, Vater, und ich vervollständige deine Ausdehnung in meiner eigenen. Ja, Vater, ich bin in dir, ich mache dich vollständig. Wir üben nur eine alte Weisheit, Wahrheit, die wir kannten, bevor die Illusion Anspruch auf die Welt zu erheben schien. Und wir erinnern die Welt jedes Mal daran, dass sie von allen Illusionen frei ist, wenn wir sagen, Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Und alle sind nur Liebe und daher sind sie es auch. Und alles, was nicht Liebe ist, ist Illusion und die fegen wir weg. Damit beginnen wir jeden Tag. Unsere Wiederholung. Damit beginnen wir und beenden wir jede Übungszeit. Und mit diesem Gedanken schlafen wir ein, um wiederum mit diesen selben Worten auf den Lippen zu erwachen, um einen neuen Tag zu grüßen. Jeden Tag, den wir wiederholen, umgeben wir mit ihm. Und wir benutzen die Gedanken, um diesen in unseren Gedanken hochzuhalten und tagsüber klar in unserer Erinnerung zu bewahren. So werden wir, wenn wir ans Ende dieser Wiederholung kommen, begriffen haben, dass diese Worte, die wir sagen, wahr sind. Also, wir jubeln und jubeln und jubeln. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Tag und Nacht, morgens und abends, konstant. Hier sind keine Zeitangaben, aber wir sind nur am Wiederholen, am Jubeln. Doch sind diese Worte nichts als Hilfen und sollen, außer zu Beginn der Übungszeiten und an ihrem Ende, nur dazu verwendet werden, den Geist, wenn nötig, zu einem Ziel zurückzurufen. Zu seinem Ziel zurückzurufen. Wir setzen Glauben in die Erfahrung, die von der Übung kommt, nicht in die Mittel, die wir verwenden. Wir warten auf die Erfahrung und begreifen, dass Überzeugungskraft nur hierin liegen kann. Oh ja. Ja, 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 ich bin dein Vater. Du hast mich erschaffen und Gott, du Gott, Vater, bist nur Liebe und daher bin ich es auch, ganz heilig und geheilt. Wir wenden die Worte an und versuchen immer wieder über sie hinaus zu ihrer Bedeutung zu gelangen, die weit jenseits ihres Klanges liegt. Der Klang wird schwächer und verschwindet, wenn wir der Quelle der Bedeutung näher kommen. Hier ist es, dass wir Ruhe finden. Jawohl, mein Vater. In der Quelle, in der Quelle. Und jetzt kommt die Übung von heute, die Wiederholung. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Wunderbar. Ich wiederhole, Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Lektion 151. Alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Dann die zweite Wiederholung. 152. Die Macht der Entscheidung ist mein. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Aber was heißt das? Nur die Liebe ist wahr.
Wir geben alle Gedanken dem Heiligen Geist und lassen sie läutern, sodass die Liebe durch alles scheint. In allem, was ich sehe, ist Gott. Alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Ja. Und die Macht der Entscheidung ist mein, ja. Ich entscheide mich dafür, mich so zu akzeptieren, wie Gott mich erschaffen hat. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, ja. Ich werde gefragt, wie meine Übung war. Ja, alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Da musste ich erst einmal eine Situation abgeben. Ich habe gestern sozusagen im Vorbeigehen ein neues Auto gekauft, wurde angerufen und ja, und habe das auch gleich getauscht, das Geld von der Bank geholt und so weiter. Und dann entdeckte ich da einen Irrtum von José, aber dann hat mir der Heilige Geist gesagt, nein, vertraue deinem Bruder, der eins mit dir ist. Der hat dir ein gutes Auto verkauft und wird dafür sorgen, mach dir keine Gedanken, alles ist richtig und alles ist wertvoll und alles ist gut. Und dann war es wirklich so, alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Und ich vertraue meinem Bruder, der eins mit mir ist. Er ist heilig in Gott und ich bin heilig in ihm. Ich will ihm also keine Fehler nachweisen, sondern alle Irrtümer in seinem und meinem Geist auflösen. Und dann war ich total zufrieden und glücklich. Ja. Ja, und egal wie alt ein Auto ist oder wie alt dieser Körper zu sein scheint, wenn wir den Körper an Gott abgeben und er nur dieser einen Funktion dient, tja, dann funktioniert er perfekt. Und dann sieht er auch jünger aus. Aber es ist gar nicht wichtig, wie er aussieht. Aber er funktioniert perfekt. Ne? Im Passport steht bei mir 75 Jahre alt, 1941 geboren. Aber er fühlt sich jünger an als je zuvor. Also auf jeden Fall nicht älter als ein 50-jähriger Körper oder noch viel jünger. Gar nicht. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Wie es so schön heißt, du bist so alt, wie du dich fühlst. Nein, ich bin überhaupt nicht alt. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin ewig die ganze Zeit die Herrlichkeit und der Körper, tja, dient einfach nur als wunderbares Instrument. Ich gebe ihn dir, Jesus Christus, und alles ist gut. Alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Die Liebe leuchtet durch diesen Körper. Er dient nur der Vergebung, nur dem Bringen des Lichtes in jedem Geist eines jeden Bruders. Und die Macht der Entscheidung ist mein. Ja, ich habe mich wieder entschieden, das ewige Heilige Selbst zu sein. Herrlich und geheilt im Vater, grenzenlos glücklich, ewig, unwandelbar und ewig geliebt. Ja, Bruder, lass uns diese wunderbare Übungswiederholung machen und immer wieder uns daran erinnern. Gott ist nur Liebe. Und daher bin ich es aus. Und lass uns in unserem Geist mit Jesus verbinden. Wir gehen in die Ganzheit und nehmen diese Liebe an von Jesus, der ganz mit uns und eins im Vater ist. Und wiederholen immer wieder, Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Alle Dinge sind eine Echo für die Stimme für Gott und die Macht der Entscheidung ist mein. Ich entscheide mich, keine Entscheidung selber zu treffen, aber alle Entscheidungen von Jesus Christus und dem Heiligen Geist für mich treffen zu lassen. Ja, Liebes, es ist ein wunderbares Lernen und Wiederholen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke, danke, dass du mit mir übst und mit mir wiederholst. Ja, Jesus, ich bin glücklich. Ich bin glücklich in dir, mit dir. Im Vater, als der Christus, der glücklich erschaffen wurde. Das Heilige Selbst. Dass wir als eins sind. Wunderbar. Er hört nicht auf zu fragen, wie geht's dem Körper? Ja, der ist immer noch schwer, Jesus. Frag den Heiligen Geist, sagt er. Heiliger Geist, warum ist dieser Körper so entsetzlich schwer? Du bist kein Körper, sagt der Heilige Geist. Du bist frei und heilig und erlöst im Vater. Lass den Körper ganz los, dass du dir nichts vom Körper wünschst, gar nichts. Mach dich frei. Lass ihn zu einem transzendierten Lichtkörper werden, grenzenlos, das ganze Universum des Lichtes, der ganze Himmel. Ja, jetzt ist er leicht. Ja, in der Ganzheit bist du leicht. Wunderbar.
dann will ich doch die Ganzheit heute annehmen. Die Macht der Entscheidung ist meine, ich bin die Ganzheit. Ja, hier lese ich nochmal vor, durch die Ganzheit finde ich die Antwort des Lebens. Das Wunder des Lebens ist, dass das Ganze sich erinnert und das gesamte Leben in sich unterstützt. Das will ich, bin die Ganzheit. Die Teile und die Systeme müssen sich nicht neu erstellen oder sich selbst reparieren. Nein, das Ganze erinnert und liebt. Um einen Teil deines Lebens zu erlösen, brauchst du nur das Ganze erinnern und ehren. Das Ganze wird dich erinnern und ehren. Das ist aus The Keys for Yeshua. Also nicht direkt aus dem Kurs, sondern ein Buch sozusagen zur Verstärkung des Kurses. Heil, ja, Sohn Gottes, ich bin eins mit dir, in dir, und du lebst in mir. Wir sind nicht getrennt, wir sind die Liebe, die Freude und das Licht. Ich danke dir, ich danke dir. Ja, ich bin glücklich mit dir, im Vater. Danke, danke, danke. So sind wir jetzt die Liebe, die Freude und das Licht. Was anderes gibt es nicht. Der Vater hat uns ganz erschaffen. Wir können uns überhaupt nicht hassen, weil wir das Ganze sind. Die Liebe liebt sich selbst, und da ich die Liebe bin als das Heilige selbst, kann ich nicht anders als dich lieben, als Teil von Gott und mir. So leben wir im Frieden, in der Ganzheit und im Sein. Und alles Leid ist jetzt vorbei und hat es nie gegeben. Wir sind das ewige Leben. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Einen schönen Tag.